Niemals. Komm schon. Komm weg. So, kommen Sie an den Aufnahmen von 4Games. Sie ist der Yunus. Und zwar geht es weiter mit dem Singleplayer-Modus von Advanced Warfare. Was jetzt? Wir führen den Auftrag aus. Wir sind die Einzigen, die eins davon abhalten können, Manticore einzusetzen. Wir sind nur drei. Gegen eine Armee. Das ist Selbstmord. Das stimmt. Aber er hätte es getan. Und so unser Anführer jetzt von Sentinel, also der, ich weiß nicht, ob er jetzt wirklich der Anführer ist. Okay. Aber ein hochstufiger, der am Boden liegt und gestorben ist. Weil Anführer dieser Truppe nur von uns. Einer. Der kam halt jetzt ums Leben. Aber wir werden trotzdem die Mission fortsetzen und versuchen den Atlas-Anführer uns zu schnappen. Sentinel 2-1 messen noch immer hohe Kontamination in der Stadt. Können keine Bodentruppen zur Unterstützung schicken. Over. Verstanden, Kingpin. Es nähern sich mehrere Kampfboote. Ich sehe sie. Feuer frei auf diese Boote. So, jetzt unsere Ausrüstung. Feinde auf der Überführung! Noch mehr Boote unter uns! Weiter feuern! Nur die Boote laden da außerhalb nach diesem Boot. Was die? Ich muss da einfach aufpassen, dass unser Geschütz nicht überhitzt wird. Wasser frei. Bereit machen zum Absprung. Absprung! Na los, Mitchell! Kingpin, wir sind unter der Oberfläche. Nähern uns dem Angriffspunkt. Achtung, 2-1. Wenn Sie den Start nicht verhindern können, müssen wir die Kommandozentrale angreifen. Damit riskieren wir weitere Manticore-Kontamination. Aber das ist unsere einzige Chance. Wenn ihr das nicht stoppen könnt, dann verschwindet von da. Verstanden. So, wir laufen jetzt unter Wasser weiter mit Gideon zusammen. Und ja, mal schauen, was uns erwartet. Also wir sehen, dass Schüsse ins Wasser reinfallen. Da vorne ist die Bresche. Gideon, die Thermoanalyse ergibt Spitzen in der Kommandozentrale. Der Abschuss steht kurz bevor. Das schaffen wir. So, noch knapp 10 Meter. Und sind im Ziel. Also, weil wir jetzt schon einiges im Spiel erlebt haben, denke ich, das sind jetzt die letzten Missionen, was wir durchführen. Wir sind drin. Du solltest genau neben der Startplattform sein. Sicherheitsverstoß im Silo. Alle Einheiten sofort in Richtung Ziel sammeln. Schwarmraketen bereit. Hauptgeschütz bereit. Nicht autorisierte Personen in Sektor 4. Wiederholt Kontakt. Nicht autorisierte Personen in Sektor 4. Alter, ich hab gar nicht so auf ihn gefeuert. Kontakt! Nicht autorisierte Personen in Sektor 4.
Okay, gut zu wissen. So, komm schon, schneller. Leonard, die Rakete ist geschützt. Wir brauchen eine Benutzt die Lüftungsschächte auf der unteren Ebene. Verstanden. Wir treffen uns mal weiter vorwärts. Ladevorgang läuft. Los, los. Abschuss. Rakete bereit. Schwarmrakete bereit.
Schwarmraketen bereit. Schwarmraketen bereit. Komm, Alter, der Gideon will ja nicht weiter nach vorne. Ladevorgang läuft. Voraus. Ich gebe die Position durch. Hab sie. Los und weiter. Da ist die Luke. Mitchell, hier drüben. Das war's! So.
ist, wurde erstmal gestoppt. Mitchell, halt durch! Geschafft! Der Start ist verhindert! Ich bring dich hier weg. Halt nur durch. So. Kontakt! 11 Uhr! Noch mehr! Ich hab ihn gesehen! Noch welche? Wir müssen weiter. Bleib bei mir. Sentinel 2-1, Stadtverteidigung versagt. Atlas-Truppen brechen zusammen. Wir schicken unbemannte Einheiten zur Unterstützung. Verstanden, Kingpin. Der Start wurde abgebrochen. Wiederhole, Start abgebrochen. Bestätigen? Kingpin, bitte komm! Elona, empfängst du? Verdammt, wir sind abgeschnitten. Wir müssen los. Dieses Gebäude wird jeden Moment beschossen. Dann mal los. Ich setz dich ab. Du musst versuchen zu gehen, Mitchell. Ich muss Licht finden. Also ich gebe mein Bestes. Hallo, Mitchell. Keine beschissene Bewegung. Darum bitte ich auch euch. Hackt unsere Exos! Keine Munition mehr! Ihr verlasst euch zu sehr auf diese Dinge. Der Stadtfeld, es ist vorbei. Was ich begonnen habe, endet nicht mit mir. Es ist größer als ich und sehr viel größer als ihr. Ihr denkt, ich bin ein Monster? Das liegt nur daran, dass euch die Überzeugung fehlt, das Nötige zu tun. Das Nötige? Der Angriff gegen Amerika? Die Freisetzung von Manticore? Der Tod von tausenden unschuldigen Menschen? Ich rette die Welt vor sich selbst. Wenn niemand mehr da ist, der Atlas herausfordert, gibt es keine Kriege mehr. Es musste Opfer auf diesem Weg geben. Ja, das haben schon viele kranke Penner in der Geschichte gesagt. Sie wissen nicht, dass wir den Start verhindert haben. Dieser ganze Bau wird über ihnen zusammenbrechen. Ich hätte dich im Gefangenenlager töten können. Ich könnte dich jetzt töten. Aber ich tue es nicht. Ich bin kein Monster. So, mit dir rechnen wir später ab. Versuch dich aus dem Exo zu befreien. Jetzt mich! Es funktioniert nicht! Fisch, war das alles umsonst. Geh! Jetzt! Eins darf nicht entkommen! So, wo bist du? Beeilung, Mitchell! Immer weiter! Komm! Nicht los! Du musst dich hochziehen! Mitchell? Es gibt zwei Möglichkeiten. Du ziehst mich hoch, oder der ganze Bau stürzt ein mit uns drin!
Zieh mich hoch! Ich lass nicht los! Du musst mich hochziehen! Mitchell? Es gibt zwei Möglichkeiten. Du ziehst mich hoch, oder der ganze Bau stürzt ein mit uns drin! Mitchell! Tust du denn? Was tust du? Mitchell! Ich gab dir den Arm! Mitchell! Ich gab dir eine zweite Chance! So, nimm deinen Arm, kannst du wieder haben. Und ciao. Ich hab dich, Kumpel. Ich hab dich. Es konnte immer nur ein Ende für ihn geben. Wenn wir auf die Welt kommen, sind unsere Augen geschlossen. Bei den meisten ändert sich das ein Leben lang nicht. Eins hatte seine Augen geöffnet. Er sah die Ungerechtigkeit in dieser Welt und dachte, er hätte die Lösung. Wenn er sie wirklich gefunden hatte, dann hat er sie mit ins Grab genommen. So, da ist er jetzt auch wohl tot, ist runtergestürzt und ja, schauen, was jetzt so kommt. Okay, jetzt sehen wir, dass die Geschichte jetzt nur zu Ende ist. Wir haben Singleplayer-Modus zu Ende gespielt, der Anführer von Atlas ist tot, Atlas wurde besiegt und die Guten haben wieder mal gewonnen. Also das war's dann erstmal mit der Aufnahme und bis zur nächsten Aufnahme von Call of Duty, Advanced Warfare oder andere Spiele. Auf jeden Fall kommen noch weitere Multiplayer-Modus rauf, auch wenn hier nicht mehr Advanced Warfare Singleplayer gezockt werden kann. Also ich bin erstmal zufrieden, dass das Ganze überstanden wurde und ja, danke fürs Zuschauen auf jeden Fall und danke, dass ihr mich begleitet habt und für die Kommentare habe ich mich auch gefreut. Und also wenn ihr immer noch irgendwelche Fragen habt zum Spiel oder sonst was, PC Hardware oder andere Spiele von Call of Duty Serien, also ich kann nur sagen, dass ich jede Singleplayer-Modus gespielt habe der Call of Duty Serien. Und einfach fragen, vielleicht kann ich ja weiterhelfen, vielleicht erinnere ich mich ja noch an etwas. Und jo, bis zum nächsten Video und bis hierhin erstmal. Ciao, ciao.